Es war eine ganz normale Polizeikontrolle, die die beiden Beamten des Autobahnrevieres Elmshorn durchführen wollten. Eine Person war im Auto nicht angeschnallt und so wurde der Wagen auf einen Parkplatz eines Schulladens in Halstenbek gelotst. Was dann passierte, schildert die Augenzeugin Franzi G. Dann ist der Beifahrer ausgestiegen, ein Ausländer, älterer Mann, ist ausgestiegen und griff dann sofort die Polizistin an. Einfach so? Ja, also weil er nicht eingesehen hat, dass er wohl irgendwas falsch gemacht hat im Verkehr. Und dann ist er auf sie zugegangen und hat sie getreten, geschubst. Und dann hat der Polizist auch mit Pfefferspray gesprüht. Ja. Die beiden Polizisten werden verletzt, wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Angreifer erlitt durch das Pfefferspray Verletzungen. Er wurde unter Polizeibegleitung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet jetzt eine Anklage wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Einsätze dieser Art trainiert die Polizei täglich. Doch dieser Angriff hat alle überrascht. So Sandra Mohr, Sprecherin der Polizei im Kreis Pinneberg. Also diese Situation, dieses völlig Unvermittelte aus dem Nichts, das hat also auch diese erfahrene Beamtin, die auch Großstadterfahrung hat, völlig überrascht und aus dem Ruder geworfen. Sie hat also gesagt, so damit hatte ich nicht gerechnet und dementsprechend war sie auch, sag ich mal, von diesem Überraschungsmoment übermannt. Sie konnte allerdings sich auf dem Bein halten und sich dann auch weiteren Angriffen zur Wehr setzen. Die beiden Polizisten konnten das Krankenhaus wieder verlassen, sind aber noch dienstunfähig geschrieben.